Statt Hotdogs und Softeis gibt es hier nur noch einen großen Parkplatz. Von dem berühmten Hotdog-Stand nur wenige Kilometer von der deutsch-dänischen Grenze ist nichts mehr zu sehen. Ende Januar wurde Anis Kiosk dem Erdboden gleichgemacht. Aber keine Angst, der Kultkiosk mit dem eigenen Wikipedia-Eintrag soll wiederkommen. Und zwar schon im Frühjahr. Nach dem Tod von Inhaberin und Namensgeberin Anni Bögel im Jahr 2016 bekam der neue Pächter Jens Enemark das Okay von den Behörden. Größer soll es werden und mehr Platz für das Personal geben, um Arbeitsvorschriften erfüllen zu können. Ein Gourmet-Tempel soll hier allerdings nicht entstehen. Im Prinzip bleibt alles beim Alten. Der neue Kiosk wird 2 Meter länger, 2 Meter breiter, 1 Meter höher und wird ansonsten eine größere Kopie des Originals von 1945. Auch das Team und vor allem das Menü bleiben gleich. Denn für viele ist Anis Kiosk kein Würstchenstand, sondern eine Institution. Hotdogs und Softeis haben hier also Zukunft. Nach der Eröffnung Mitte März soll der Kultkiosk in Zukunft das ganze Jahr über geöffnet sein.